Die missverständlichen Äußerungen des Papstes zum Krieg in der Ukraine schlagen weiter hohe Wellen. Nun folgen auch Konsequenzen auf diplomatischer Ebene. Kiew bestellte den Vatikanbotschafter ein, um deutlich zu machen, dass das von Russland angegriffene Land schwer vom Oberhaupt der katholischen Kirche enttäuscht sei. Unterdessen gehen die Kriegshandlungen unverdrossen weiter. So flog die ukrainische Armee offenbar mehrere Drohnenangriffe auf Ziele in Moskau und die kritische russische Infrastruktur. Über Schäden ist bisher nichts bekannt. Allerdings können diese Angaben nicht unabhängig überprüft werden. Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur, erbitterte Kämpfe an der Front. Seit 2 Jahren wehrt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Und mit jedem Tag wird es schwerer, denn es fehlt an Munition und Personal. Nun fordert Papst Franziskus nicht etwa Russland auf, den Angriff zu beenden, sondern appelliert an die Ukraine, mit Russland über einen Frieden zu verhandeln. Ich denke, dass der Stärkste derjenige ist, der die Situation betrachtet, an die Menschen denkt und den Mut der weißen Fahne hat und verhandelt. Die weiße Fahne, für viele ein Aufruf zur Kapitulation. Unterstützung für seinen Friedensaufruf bekommt das katholische Kirchenoberhaupt von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Natürlich ist das, was er sagt, nicht die Kapitulation der Ukraine. Es geht um die Frage, dass Verhandlungen kein Zeichen von Schwäche sind, sondern von Zeichen von Stärke. Und nachdem man jetzt 2 Jahre versucht hat, das Ganze militärisch in den Griff zu kriegen, es doch jetzt so sein muss, dass man wirklich auch mal andere Wege versucht. Kritik daran kommt aus den eigenen Reihen. CDU-Parteichef Friedrich Merz betont, er halte die Aussage von Papst Franziskus für grundfalsch. Ich respektiere die Auffassungen, die anders sind, aber ich teile sie nicht. Ich bin im Gegenteil der Auffassung, dass wir wirklich alles tun müssen, um der Ukraine zu helfen, um diesen Krieg zu gewinnen. Der ukrainische Präsident Zelensky wies die Friedensverhandlungen zurück. Außenministerin Baerbock forderte Papst Franziskus auf, sich selbst ein Bild von dem Leid an der Front zu machen. Auch FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann widerspricht dem katholischen Kirchenoberhaupt. Diese Situation wirklich für den Frieden in der Welt und für die Freiheit in der Welt nicht so ernst wäre, ist das ja fast, hat das ja schon fast Züge von Loriot. Das Problem des Papstes ist, dass er erwartet, dass die Ukraine sich ergibt. Und er sollte wissen, wenn die Ukraine sich ergibt und die weiße Flagge zieht, davon wurde ja gesprochen, dass sie dann von der Bildfläche verschwindet. Wladimir Putin möchte die Ukraine verschwinden sehen. Der Vatikan bemüht sich unterdessen um Schadensbegrenzung, bestreitet einen Aufruf zur Kapitulation. Papst Franziskus habe vor allem zu einem Waffenstillstand und zu einer diplomatischen Lösung aufgerufen.